Ja, dann habe ich ja zum zweiten Mal Paris auch noch gehauen. Hintereinander. Guck mal, da ist Mbappe. Da ist Mbappe. Was für eine Kulisse, was für eine Spannung. Heute geht's um ein. Heute geht's um alles. Es geht um den Titel der UEFA Champions League. Sagen wir es ruhig, liebe Zuschauer, heute wird hier. Ach, wirklich? Das freut die Zuschauer und das freut auch uns beide. Wolf Fuß und Frank Buschmann, ihre gewohnten Kommentatoren. Also die Spannung ist hier mit Händen greifbar. Guck mal, so greifbar ist sie, dass du gleich einen Torversuch machst. Ecke kommt ins Zentrum. Dankbar. Tierney. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Okay. Da hat er die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Manchester City eröffnet dieses Finale der UEFA Champions League. Genau so wollten sie das. Klasse Aktion. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Genau so wollten sie das. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ball im Aus, Einwurf Paris. In den vergangenen Tagen beherrschte vor allem Keylor Navas die Schlagzeilen. Denn er ist ja sozusagen auf Abschiedstournee. Er hört an sich. Oh, da ist er durch! Haben wir beide eigentlich noch Torwiede in dieser Simulation? Keine Ahnung. Gehen ja die ganzen alten Hörner auf. Der neue hört bei Bayern auf. Hier Navas hört bei, ich denke mal, PSG ist es dann, ne? Auf. Ja? Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Ecke kommt in 16er. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Oh, Digga. So ein Finale in der UEFA Champions League ist natürlich auch ein Spiel der Nerven. Oh ja, ich kann mir gut vorstellen, dass selbst die gestandenen Profis da unten. Selbst ein Leon Koch flattern die Nerven. Dabei hat er den Titel schon 0-mal gewonnen. Jetzt haben sie alles in der Hand. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz. Wie will das? Der PSG brauchst du mehr als ein Tor. Ja, braucht man ja auch. Ja, sie bisher wissen noch kein Tor von PSG. Ja, wir hatten auch noch kein vernünftiges Ding, so wie jetzt. Colin Dagba. Jetzt zieht er in die Mitte. Und Messi fehlt mir irgendwie. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass er schon aufs Tor geht. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. City verliert den Ball. Jetzt der Angriff von PSG. Gute Chance für eine Flanke. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Laporte. Und das ist der Ballverlust. Was macht ein Laporte? Brillant gemacht. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. 2-1. Hier ist noch alles drin. Super Technik. Guter Pass jetzt. Da Neymar am langen Pfosten. Ja, sie können erstmal klären. Mbappe. Mbappe. Mhm. Und er gewinnt den Zweikampf. Koke. Ballverlust Manchester City. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Ja, genau. Holt sich den Ball. Das muss der Ausgleich sein. Sie sind wieder da. Ist es denn zu fassen? Ausgleich in diesem Finale in der UEFA Champions League.
Leipzig. Also in diesem Spiel ist wirklich alles drin. Alles wieder Mbappé. Mbappé. Tolles Zuspiel. Vorteil für PSG. Neymar. Geht, da zieht er ab. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Ecke kommt von Koke. Koke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ein wahnsinnig enges Spiel hier, Chancen auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chancen. Immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, das keinen enttäuscht. De Bruyne. Doch nicht, weil Manchester City nicht mehr fährt. Was? Wie schlecht! Ja, muss lieber selbst suchen sein. Hat sich der fette Gegenspieler reingestellt. Na, voll. Ecke kommt rein. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Einwurf für Manchester City jetzt. So, was machen Sie draus? Läuft der hin? Ball ist unterwegs. Warum schießt De Bruyne? Macht ein zweites Tor. Die erneute Führung. Na? Zwei Vorlagen erst, okay. Hast noch kein eigenes Tor getroffen. Aber es läuft doch trotzdem gut. Einigermaßen. Scheißegal, weißt du, wie wichtig dieses Spiel ist. Ja, klar. Vorlagen sind auch viel wert, ne? Na? Also sind übertrieben viel wert. Ja. Vor allem, wenn du sie so einen Topmann wie De Bruyne, der ist ja auch nicht schlecht geben kannst, ne? Natürlich, die KI stellt sich auch von ihm manchmal ein bisschen dämlich an, aber ne, bei ihm kannst du, ist vielleicht auch nach dem noch einer der besten Stürmer auf dem Platz. Ne? Also allein von den Werten her. Ja, und der jetzt wird dann sicher sein, dass er da am nächsten das Tor reinmacht, wenn du gerade nicht die passende Position hast. Ne? Ja, Digga, es ist so lächerlich, er passt einfach komplett. Ja, was ist dann wieder die dumme KI? Random und dann frag ich an und dann, ja. Passiert. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Bitte, der ist kalt. Und Ola Porte. Sehr guter Einsatz. So, Pause in diesem Finale der UEFA Champions League. Bislang ist das hier ein richtig mitreißendes Fußballspiel. Sehe ich ganz genauso. Also, schnelles Spiel noch, schnelles Spiel. Aktuell der Rückstand für PSG im Endspiel der UEFA Champions League. Paris muss was tun, wenn es hier einen Sieg geben soll. Colin Dagba geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Da kommt der Pass auf außen. Könnte den Konter geben. Jetzt ist es gefährlich. Da ist das Tor von dir. Und damit liegen sie in diesem Finale mit zwei Toren in Führung. Naja, das würde ich nicht so sagen. Das war schon mal so. Ne? Hier ist einiges los. Guter Ball nach draußen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Colin Dagba. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Fairer Einsatz hier. Und wenn sie jetzt schnell spielen, ist das eine gute Konterchance. Unaufhaltsam. Da ist die Chance. Alter, ich spam den Knopf und da passiert immer noch nichts. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Er holt sich den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich.
Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe jetzt. Da können Sie klären. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist. Tschüss, Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. Der Torwart ist auf Abschiedstournee und später nicht mal, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Phil Foden. City verliert den Ball. Mbappé, das sieht nicht ungefährlich aus. Doch. Jetzt ist der Platz da. Nee. Er zieht ab. Er ist noch heil. Gibt's nicht. Phil Foden. Ferran Torres. Geht dazwischen und hat den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse, wie er dahin geht. Das gibt Einwurf für Manchester City. Kevin Koch ist nicht mehr auf dem Platz.